Hallo Freunde, schön, dass ihr dabei seid. Wenn alles so klappt, wie ich es mir vorstelle, dann sitzen wir jetzt alle in einer Premiere, denn das hier ist mein erstes Video der neuen Playlist Real Life. Ich habe mir gedacht, für meine treue Community, die jetzt schon so lange meine Marotten und meine Launen aushält, werde ich auch mal ein bisschen was von meinem Real Life posten, gerade meine Radtouren. Ich mache ja häufig auch längere Radtouren, so wie diese hier. Und ich wollte die zuerst auf meinem zweiten Kanal, dem Ü40 Biken, posten. Aber dann habe ich mir gedacht, warum soll ich zwei Kanäle betreiben, wenn ich hier schon so eine treue Community habe? Dann kriegt ihr das hier zu sehen. Wen es interessiert, der kann sich es anschauen, würde mich freuen, wenn ihr auch hier mit dabei seid. Und wer sich nur fürs Gaming interessiert, auch kein Problem, der kann natürlich auch weiterhin die anderen Inhalte auf meinem Kanal anschauen. Und ja, ich werde in diesem Video noch viel reden und deswegen höre ich jetzt hier mit dem Intro quasi auf und los geht's mit meiner letzten Radtour. Viel Spaß und bis später. Guten Morgen, liebe Freunde. Schön, dass ihr dabei seid. Es ist Sonntagmorgen, kurz nach 7:30 und ich bin ungefähr 10 Kilometer außerhalb von Memmingen. Am Beginn meiner diesjährigen Radrundreise. Ich habe meinen ersten Urlaubstag, beziehungsweise mein erster Urlaubstag ist natürlich erst morgen, aber ich bin heute am Sonntag schon losgefahren. Ich habe mich sehr, sehr lange auf diesen Urlaub gefreut. Die Tage gezählt, es war recht stressig arbeitstechnisch. Deswegen bin ich froh, dass es jetzt endlich losgehen kann. Hier ist mein Muli. Was ich alles dabei habe hier, werde ich euch gleich erzählen. Zuerst ein bisschen was zu der Route, die ansteht. Da hinten kann man vielleicht die Berge sehen, direkt auf 12 Uhr jetzt. Ja, ich habe jetzt die heutige Etappe 103 Kilometer. Und zwar von Memmingen nach Rottenacker nennt sich das Ganze. Ich werde hier über den bayerisch-schwäbischen Rotradwanderweg, heißt das, glaube ich. Ich werde das nochmal recherchieren, wenn ich wieder daheim bin und dann hier, falls es nicht stimmt, korrekt einblenden. Der führt mich auf alle Fälle bis in die Nähe von Ulm auf den Donauradwanderweg. Werde ich dort einschwenken und dann werde ich den gegen den Strom quasi fahren bis nach Tuttlingen und von Tuttlingen dann wieder südwärts Richtung Bodensee und vom Bodensee dann wieder hoch nach Memmingen. Alles zusammen werden das so roundabout 350-400 Kilometer werden. Wie gesagt, heutige Etappe 103 Kilometer bis nach Rottenacker. Dort habe ich geplant auf einem Biohof, den ich zufällig im Internet gefunden habe. Der bietet Übernachtungsmöglichkeiten an mit Dusche und WC und das Ganze für 7 Euro die Nacht. Und da habe ich mir gedacht, das schaue ich mir doch mal an. Wetterbericht. Ich habe mir natürlich wieder so ein glückliches Händchen gehabt, was das Wetter anbelangt. Dieses Jahr hatte ich eben nur Pech. Mein Urlaub im März, kalt, Regen, Panne und dann abgebrochen. Und die Vorhersagen für heute sind durchwachsen. Man sieht es auch, momentan regnet es nicht. Es hat heute Nacht geregnet bis ungefähr 4 Uhr in der Früh. Dann hat es aufgehört. Ich muss in diese Richtung und da sieht es nicht allzu freundlich aus. Vorhersagen für morgen sind relativ gut. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ab Dienstag dann durchweg Regen die ganze Woche und das nicht nur entlang meiner Strecke, sondern natürlich auch unten am Bodensee, wo ich ja geplant habe, 2 bis 3 Tage auf dem Campingplatz zu verbringen. Wir werden sehen, wie es ist. Wie gesagt, ich habe mich sehr, sehr lange auf diesen Urlaub gefreut und ich lasse mich da jetzt auch nicht abschrecken. Ja, wie gesagt, ich lasse mich jetzt erstmal überraschen. Ich versuche das Beste draus zu machen. Ich muss einfach Rad fahren, sonst fällt mir hier echt, sonst drehe ich durch. Ne? Also es war wirklich hart. So, dann kommen wir mal zu meiner Ausstattung. Ich versuche ja bei jeder Tour immer irgendwie alles zu optimieren. Und
Jetzt sieht das Ganze zwar sehr voluminös aus, aber doch besser, als ich schon mal an meinen Radreiseanfängen hatte. Dann gehen wir mal von vorne nach hinten durch. Ich habe hier einmal meine Isomatte, das ist die Canyon Cruise 5.0, also 5 cm dick. Schön zusammengerollt in in so einem Harness von Toptic. Dann habe ich hier nochmal so eine kleine Tasche, in der ich so die Sachen, die ich unterwegs vielleicht schnell brauche, wie Geldbeutel, Medikamente, Schmerzmittel, Traubenzucker, Corny, Pipapo. Obendrauf das Dreibeinstativ, wenn ich irgendwelche Vorbeifahrten filmen wollen würde. Dann haben wir hier eine Powerbank von SKS. Die ist zwar ja, mehr oder weniger useless, weil sie nur 5000 mAh hat. Die gehörte aber zu dem Compact Plus System, was ich hier drauf habe. Das ist so eine Halterung mit dieser Powerbank. Ich mache es jetzt nicht runter. Und hier kommt dann quasi das Handy drauf, mit dem ich gerade filme. Habe ich dann das Navi drauf, hin und her. Dann habe ich hier zwei Sigma. Der eine funktioniert. Also der funktioniert zwar auch, aber der ist nicht mehr angeschlossen. Der 1616 STS ist ein kabelloser. Der hat 2 Jahre lang super funktioniert und dann gab es nur Probleme mit dem Sender unten. Ich habe den trotzdem noch dran, weil der nämlich ein Thermometer hat. Und das finde ich ganz interessant. Kann man nicht mal gucken, wie gerade die Temperatur so ist. Schauen wir mal. Wir haben es jetzt gerade 13,5 Grad. So, der funktioniert. Den benutze ich natürlich auch, um hier die Kilometerleistung und so zu dokumentieren, bla bla bla. Ja, dann habe ich hier, wie ihr seht, noch den FIO Pocket dran, um Aufnahmen während der Fahrt machen zu können. Ist ein sehr, sehr schönes Ding. Und da muss ich nur aufpassen, wenn es anfängt zu regnen und der ist nicht wasserdicht, dann muss ich den so schnell wie möglich wieder wegpacken. So, ich glaube, das andere hier unten bedarf keiner Erklärung. Wasser, Pumpe, Schloss. Dann kommen wir mal zu den Sachen hinten drauf. Also ich habe rechts und links natürlich meine geliebten Ortlieb Classics drauf. Und auch wenn es aussieht, als würde ich Werbung für Bike24 machen, mache ich nicht. Ich werde von denen auch in keinster Weise irgendwie gesponsert, also denkt euch da nichts. Die habe ich nun damals eben bei Bike24 gekauft und das war so eine Sonderedition von denen. Da habe ich die für 20 € billiger gekriegt als normal. Das heißt, ich glaube, ich habe damals für beide Taschen zusammen 89 € gezahlt statt irgendwie 110 oder so. Also das war dann schon ein Schnäppchen und mir persönlich ist es egal, ob da Bike24 oder sonst irgendwas draufsteht. Es ist die bewährte Ortlieb-Qualität und darauf kommt es an. Ja, da sind so meine ganz normalen Sachen drin, wie der Spirituskocher und Lebensmittel, Handtuch, Schlappen, Badezeug, was weiß ich, was man halt so alles braucht. Werkzeug natürlich auch ein bisschen. Ja, da hängt dann hier noch mein Ü40 Zocken Trinkbecher dran. Und dann hier oben, das ist meine neueste Errungenschaft. Und zwar ist das ein Kompressionssack von One Tigris. Der funktioniert allerdings nicht so, wie er funktionieren sollte. Der hat nämlich einen Fehler. Und zwar hat er noch zwei Riemen, die hier quasi so quer drüber gehen sollen. Und da sind aber die Schnallen defekt. Jetzt habe ich den aber so kurzfristig vor der Tour bestellt, dass ich den jetzt nicht zurückschicke. Vielleicht schicke ich ihn nach der Tour zurück, weiß ich noch nicht. Aber es hat sich herausgestellt, dass der mir trotzdem wahrscheinlich gute Dienste leisten kann, denn der sieht jetzt zwar nicht so komprimiert aus, aber wenn ich euch sage, was da drin ist, dann kriegt das schon eine andere Dimension. Und zwar ist da drin mein Schlafsack, der Hypeak TR300. Dann habe ich drin drei Trikots, BZW Funktions-T-Shirts. Eine zweite Radlerhose, eine Jogginghose, also quasi so eine lange Hose, falls es nachts etwas kälter wird im Zelt. Und mehrere Paar Socken, dünne und dicke. So, und das alles da drin in der wasserdichten Tasche finde ich dann doch ganz gut. Vor allem ermöglicht mir das natürlich, die Klamotten aus den Taschen rauszuhalten. Ne? Also früher hatte ich die Klamotten dann noch in der Tasche drin, dann wurde das Ganze dann doch ein bisschen ja, unkommod. So, jetzt kommt wieder ein Auto. Ich weiß gar nicht, was die hier am Sonntag in der Früh alle hier wollen. Aber wahrscheinlich kürzen die nur ab nach ihren Sauftouren. Und ja, so, was habe ich jetzt hier noch? Hier habe ich einen Floor Saver für mein Zelt. Das Zelt ist, mal kurz gucken, immer schwierig, ne? Hier ist das Zelt, das ist das Jack Wolfskin Gossamer 2. Jetzt kommt der nächste, Alter, ich werde echt verrückt. Egal, Jack Wolfskin Gossamer 2, man kann sie jetzt hier auch nochmal, hier schön, Jack Wolfskin. Dafür ist der Floor Saver
Ne, also quasi als Unterbodenschutz für das Zelt, damit es nicht so dreckig wird. Hat mir auch schon gute Dienste geleistet. Und dann habe ich oben drüber über dem Zelt, auch wieder von One Tigress, der, ja, nennen wir es mal Campingstuhl. Im englischen Original heißt er Outdoor Folding Chair oder sowas, glaube ich. Und das ist wirklich, also wenn ich so eine Top 10 Ranking meiner Lieblingsausrüstung machen müsste, dann wäre der ganz, ganz oben mit dabei. Seitdem ich den habe, ist es einfach voll cool irgendwo, wo es schön ist, aber ja, die Radwegeplaner keine Bank irgendwie hingestellt haben oder einen Rastplatz, packe ich das Ding aus. Ihr werdet das sehen, ich zeige euch das unterwegs. Das ist quasi mit einer Drehung des Handgelenks ist das Teil aufgebaut. Hält bis zu 150 Kilo aus. Und ja, ich möchte es nicht mehr missen. So, machen wir hier mal die Regenschutzplane wieder drüber. Man weiß ja nie, was passiert. Und ja, hier unten habe ich noch die Warnweste für den Fall, dass die Sicht so schlecht wird, dass ich mich da ein bisschen, ja, sicherer fühlen möchte. Ansonsten zum Bike selber nichts Besonderes. Da werden jetzt einige die Nase rümpfen. Das ist tatsächlich ein Bike, was ich im Internet bestellt habe. Und habe das jetzt seit 7 Jahren. Hat eine XT, 10-fach, also 30 Gänge. Und das hat mich gekostet, das war runtergesetzt von 1300 auf 900. Und da ich mich ein bisschen mit Fahrrädern auskenne, dank meiner früheren beruflichen Tätigkeit, ist mir das aufgefallen, da ich damals nicht so viel Geld hatte, habe ich heute auch noch nicht, aber ist ein anderes Thema, habe ich mir das rausgelassen und ich bereue es nicht. Also ich habe in den ganzen 7 Jahren mit dem Fahrrad selber technisch keine Probleme gehabt. Die einzigen Probleme, die kamen, waren halt so normale Verschleißgeschichten. Kette wechseln nach 5000 Kilometer hin und her, dann die Reifen logischerweise. Ich habe ein bisschen was verändert, habe einen anderen Sattel drauf gemacht, weil da war natürlich hier so ein Flight-Sattel, so ein Rennsattel drauf, natürlich totaler Quatsch für lange Touren. Ich habe jetzt hier einen schönen Terry Gel-Sattel drauf. Den haben unter anderem auch die Vagabonds drauf. Wer die Vagabonds nicht kennt, Link in der Videobeschreibung. Achso, ja, hier habe ich noch vergessen. Die Bundeswehr-Isomatte, die schmeiße ich im Zelt noch unter meine Grand Canyon. Und die ist hier vor allem sehr gut geeignet, um hier so eine flache Ablagefläche zu schaffen. Jo. Ansonsten, was ich jetzt vor der Tour ganz neu aufgezogen habe, sind neue Reifen. Die sind jetzt quasi in der Testphase. Und zwar, der Kundige wird schon erkannt haben, es ist der Schwalbe Marathon plus MTB in 29x225. Ich habe normalerweise immer die Schwalbe Hurricanes drauf gehabt. Wer die kennt, weiß es. Die sind hier in der Mitte mit so einer ganz glatten, ja, slickartigen Lauffläche und haben nur an den Schultern quasi rechts und links so leichte Stollen. Und die sind auf Asphalt super. Also fast kein Rollwiderstand. Man fährt wirklich einige km/h schneller. Was ich allerdings gemerkt habe, ist, dass die sehr, sehr schnell, also zumindest bei meinen Lauf- bzw. Fahrleistungen oder Mengen kilometermäßig, sind die so schnell durch, dass ich da locker im Jahr 3 neue Paar Reifen brauche. Und vor allem hatte ich dann in der letzten Zeit, immer wenn ich mit Gepäck gefahren bin, Platten. Und da habe ich so die Schnauze voll, weil ich habe echt, wer es kennt, weiß, was ich meine, unterwegs. Ich habe absolut keine Lust, unterwegs hier alles abzubauen und dann Reifen zu flicken. Deswegen, Schwalbe sind teurer, haben mich das Stück fast 40 Euro gekostet. Aber jetzt schauen wir mal, ob die halten oder nicht. Ja, und jetzt habe ich knappe 10 Minuten nur gelabert, aber das ist quasi jetzt die Einleitung zu der 2021er Tour. Es wird langsam heller und auch wärmer. Vielleicht habe ich heute doch noch Glück. Ich meine, es sieht trotzdem wunderschön aus und ich fühle mich auch schon wirklich gut, dass ich wieder unterwegs bin. Da habe ich jetzt echt Bock drauf. Und wenn ihr da Bock drauf habt und jetzt schon 10 Minuten durchgehalten habt, dann kommt einfach mit. Wir fahren jetzt los. When we wake. Hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have.
let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. See the moon side by side and through and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. The future is bright. So, Freunde, ich bin jetzt mittlerweile... Ah, ich muss mich gerade kratzen, irgendwas beißt mich da ab. Ah, eine Bremse, na schon mal her. Ja, ein bisschen wackeliger Einstieg in diesen Videoabschnitt, egal. Ja, wie wir hier auch schon die ganzen letzten Kilometer gesehen haben, durch den Starkregen der letzten Tage ist ziemlich viel an Wiese und Feld überschwemmt worden. Ich bin jetzt ungefähr 25 Kilometer weg von Memmingen und bin jetzt auf dem Illerroth-Günz-Radweg gelandet. Nachdem da ein DB-Symbol prangt, gehe ich sehr stark davon aus, dass das wohl mal ein ehemaliger Bahndamm ist. Und so geradlinig, wie das hier läuft, denke ich mal, liege ich da gar nicht so verkehrt mit meiner Annahme. Das Wetter ist erstaunlicherweise besser geworden. Die Sonne kommt auch schon langsam raus. Es wird auch schon langsam wärmer. Noch nicht warm genug, um die Windstopperjacke abzulegen, aber das wird schon noch kommen, wenn es so weitergeht. So, Freunde, jetzt schauen wir uns mal tatsächlich an, wie das hier wirklich heißt. Wie kriege ich das jetzt hier am besten hell? Das Ganze nennt sich Radwanderweg Bayerisch-Schwäbische Rot BSR. So, was haben wir hier noch? Babenhausen, Winterrieden, Kelmins, Pless. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann überhaupt. Vielleicht, wenn ich hier hingehe, ein bisschen besser. Naja, die Lichtverhältnisse waren auch schon mal besser. Ja, mich führt mein Weg immer diese Richtung. Und was ich noch gar nicht erwähnt habe, ist das Motto dieser Radreise. Ich gebe meinen Radreisen immer Motten? Mottos? Lol. Und diesmal ist es ganz klar Radeln gegen Ranzen. Warum Radeln gegen Ranzen? Naja, das ist eigentlich selbsterklärend. Ich habe über die Corona-Zeit ziemlich an Gewicht zugelegt. Was heißt ziemlich? Also ich bin jetzt nicht fett geworden, aber es ist schon so, dass es mich selber stört. Ich habe mich gestern Abend gewogen und da hatte ich glatt 99 Kilo. Wir werden mal schauen. Ich habe mir vorgenommen, am Tag mindestens 100 Kilometer zu radeln, weil ich habe in den letzten, letztes Jahr bei meiner Bodensee, Österreich, Schweiz Radtour habe ich bemerkt, dass das meinem Gewicht ziemlich gut getan habe. Ich habe ziemlich abgespeckt innerhalb von einer Woche und das, obwohl ich
dann abends doch irgendwie auch nicht allzu gesund gegessen habe. Also da wanderte auch schon mal ein Döner mit rein. Aber wie gesagt, nach 100, 120 Kilometer am Tag habe ich... Ich habe mich gerade ein bisschen irritiert, gerade durch ein Motorrad in der Ferne. Habe ich anscheinend so viel Kalorien verbrannt bei 100, 120 Kilometer am Tag, dass das dann sich doch ziemlich bemerkbar gemacht hat. Also Radlerhose, die rutscht und so, das war dann schon so eine interessante Geschichte. Ja, und das Gleiche will ich natürlich jetzt in dieser Woche auch fortführen. Und dann, wenn es geht, natürlich auch noch für den Rest des Jahres weiter beibehalten. Ja, genau. So, ich hoffe mal, dass dieser komplette restliche Weg jetzt hier asphaltiert ist, weil hier, ich bin von da hinten, diese ganze Linie und dann hier quer über durch die Wiese bis zu diesem Baum da gekommen. Und das war alles Schotterweg, ziemlich grober Schotter. Und das wäre zum Beispiel mit dem Schwalbe Hurricane, von dem ich es vorhin gehabt habe, schon mal schwierig geworden. Der Marathon, ja, hat sich bisher nicht irgendwie negativ bemerkbar gemacht. Gut, Freunde, das war's fürs Jetzt und hier und ich fahre jetzt mal weiter und wenn es was Neues gibt, melde ich mich natürlich wieder. So, Freunde, ich habe jetzt mal kurz angehalten, um was zu essen. Und ja. Habe mich hier gerade mit einem quasi ein Meet the Local gehabt, mit einem Ortsansässigen, der seinen Hund hier Gassi führt. Und was mich überrascht hat, ist, dass das, was hier noch an überfluteten Feldern zu sehen ist, stammt wohl von. Irgend so ein Käfer fliegt hier rum, versucht auf dem Handy zu landen. Gehst du weg? Stammt von vor 3 Tagen anscheinend. Da muss es so dermaßen geregnet haben, dass das hier noch viel verheerender ausgeschaut hat. Ich bin da hinten an der Scheune auf 12 Uhr, musste ich durch so, ja, schon so 10 bis 15 cm tiefes Wasser durchfahren, in eine längere Strecke. Also es ist ziemlich, ziemlich viel überflutet noch. Und ich meine, da brauchen wir uns nicht unterhalten, auf den Feldern, da wird dies Jahr der Mais nicht so toll sein zur Erntezeit, denke ich mal. 3 Jahre Hitze und Dürre und jetzt auf einmal ja, Regen ohne Ende. Auch nicht gerade schön. Noch mal kurz angehalten, um euch das hier zu zeigen.
Das hier ist die kleine Rot, heißt das. Und das ist in, ich hätte jetzt fast gesagt, in Friedenszeiten. Ich meine natürlich in normalen Zeiten, in denen nicht so viel Regen kommt. Ja, ein eher kleines, lustig dahin plätscherndes Gewässer. Und das hat sich jetzt allerdings ja, ein bisschen verändert. Und wenn ich mir den Wetterbericht für die nächsten Tage anschaue, dann ja, will ich nicht wissen, wie das hier im Laufe der Woche dann noch aussieht. Ich gehe mal davon aus, dass der Weg dann auch überschwemmt ist. Ein paar Teile des Weges sind auch immer überschwemmt, also da muss man wirklich durchs Wasser durchfahren. Es ist also interessant. Es ist ein kleines Abenteuer. Jo. Also, wenn ich jetzt wild campen müsste, dann würde ich auf alle Fälle schauen, dass ich nicht in der Nähe von diesen Gewässern hier campe. Denn das könnte zu einer bösen Überraschung führen. Naja, weiter geht's. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. Searching for my highs. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Freunde, jetzt ist es soweit. Da schwimmt ein Karpfen, denke ich mal. Und ich stehe im Wasser, weil der ganze Weg überschwemmt ist. Und ich hätte natürlich gedacht, naja, so schlimm wird es nicht werden. Aber da schwimmt tatsächlich ein Karpfen auf der Wiese. Ne, wenn das kein Abenteuer ist. Ich hoffe, dass das da vorne wieder befahrbar wird. Da muss ich erstmal gucken, wie ich das mit meinen Schuhen mache. Weil die sind jetzt natürlich komplett durch und nass. Da oben fahren Radfahrer, sehr schön. Hm? Ich Trottel. Oh, fuck. Naja, aber wenigstens ein Karpfen auf der Wiese gesehen, das ist doch was, ne? An der Stelle muss ich jetzt einfach auch mal kommentartechnisch reingrätschen. Was ich hier mache, ist natürlich absolut fahrlässig. Ne? Also ich habe es mir jetzt dann auch gedacht und ich drehe jetzt dann auch gleich um.
Man denkt da nie dran, aber ich meine, das war jetzt der Sonntag, bevor die großen Überschwemmungen im Nordwesten Deutschlands auftraten. Und man denkt einfach nicht dran, wie schnell das Wasser steigen kann. Also Leute, wenn ihr solche Situationen vorfindet, dann macht nicht das, was ich gemacht habe, sondern versucht das Ganze irgendwie zu umfahren. Das hier ist wirklich sehr, sehr gefährlich, auch wenn es nicht so aussieht. Ja, das Wasser ging mir jetzt hier schon, ja, Hälfte der Wade quasi bis zur Unterkante auch von den Radtaschen, also quasi Schaltung, Kette und alle Tretlager, Narben etc. waren unter Wasser. Das ist natürlich auch alles so eine Sache, wo ich mich dann später noch darum kümmern musste, alles wieder nachzufetten. Hier habe ich mich jetzt also quasi entschieden, den Weg wieder zurückzuschieben. Vor allem dieses schwere Rad durch das Wasser zu schieben, das ist ja natürlich totaler Irrsinn. Also, wie gesagt, Leute, begebt euch nicht so leichtsinnig in irgendwelche Gefahrensituationen. Wir haben auf tragische Weise gesehen, wie das Wetter, ja, na, was das Wetter anrichten kann. Ja, ich schiebe jetzt also ein Stück zurück. Das Ganze wird jetzt noch recht surreal, weil plötzlich ein Auto von hinter mir ankommt. War irgendwie ein Auto von irgendwelchen Stadtwerken oder halt hier von der Verwaltung. Keine Ahnung, was er da gemacht hat, ob das eigentlich sein Heimweg war und er irgendwie abkürzen wollte. Wobei an einem Sonntag denke ich mal, dass der tatsächlich da durchgefahren ist, um zu checken, wie die Lage ist. Der hat sich auch gar nicht großartig um mich gekümmert, sondern ist halt einfach durch. Wahrscheinlich hat er gesagt, er gibt jetzt lieber mal Gas, bevor er stecken bleibt. Ja, so kann es gehen, Leute. So, Freunde, es ist kurz nach 5 und ich bin angekommen. Das ist also der Biolandhof Walter in Rottenacker. Und diese ganze gemähte Fläche steht mir zur Verfügung. Ich kann mich also entscheiden, wo ich mein Zelt aufschlagen will. Und ich habe mir den Platz hier rausgesucht. Ich werde hier zwischen die Bäume gehen. Da werde ich mein Zelt aufbauen. Und ja, die nette Dame zeigt mir nachher noch Dusche und WC. Und das ist einfach super. Also für 7 Euro, Freunde, da kann man nichts sagen. Es ist zwar eine Straße nah dran, aber pff, also, das ist mal eine richtig gute Idee, die die Leute hier gehabt haben. Und das kann ich nur
empfehlen. Also wenn ihr hier in die Gegend kommt, Rottenacker, ich werde das verlinken unten in der Videobeschreibung. Ruft vorher an, schreibt eine E-Mail. Die Leute sind sehr, sehr, sehr freundlich und das ist einfach ja super geil. Also es ist viel, viel besser als irgendein Campingplatz. Ja. So, ich werde jetzt mein Zelt aufbauen, dann melde ich mich später wieder. So, das Zelt ist aufgebaut, der One Tigris Stuhl ist aufgebaut, Solarpanel lädt schon die Powerbank auf, die ich heute angebrochen habe quasi. Mein erstes Stellbier habe ich auch schon da und ja, was ich jetzt noch machen muss, ist der Isomatte noch ihre letzte Form geben. Die hat sich jetzt hier selber aufgeblasen. Aber ich werde noch zwei, dreimal reinpusten und dann heute Nacht nochmal, bevor ich mich hinlege. Weil die natürlich, wenn die Temperatur sinkt, keine Luft verliert, sondern jetzt muss ich überlegen, dass ich keinen Scheiß rede, aber entweder dehnt sich die Luft im Inneren aus oder sie zieht sich zusammen, wenn die Temperatur sich ändert. Und deswegen hat man nachts öfters mal das Gefühl, dass die Matratze Luft verliert. Aber dem ist nicht so. Aber es gibt Leute auf YouTube, die können das physikalisch genau erklären. So, gut. Ich werde dann noch mein Zeug einräumen und mein Abendessen vorbereiten und duschen gehen. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende von Tag 1 von Radeln gegen Ranzen. Das war der Sonntag, an dem dann abends das Finale der EM war. Das habe ich mir dann abends noch schön reingezogen und habe dann auch wunderbar geschlafen. Na, das Wetter hat ja am zweiten Tag, bis auf ein paar kleine Kapriolen, dann doch gegen Abend recht schön noch aufgemacht. Ja, hier seht ihr nochmal das Zelt. Ist ein bisschen, sieht ein bisschen crumpelig aus, weil vorne unter dem Vorzelt meine Taschen stehen. Hier habe ich dann nochmal gleich die Gelegenheit genutzt, ein paar Sachen zu waschen. Die Schuhe habe ich zum Trocknen aufgestellt. Könnt euch natürlich vorstellen, dass die natürlich klatschnass waren. Ja, und wie sich das Ganze dann an Tag 2 entwickelt hat, das sehen wir in der nächsten Folge von Real Life Radl gegen Ranzen. Und auch das wird wieder eine Premiere werden. Wenn ihr Bock drauf habt, würde ich mich freuen, wenn ihr wieder alle dabei seid. Und ja, an diesem Abend ist wie gesagt nicht mehr viel passiert. Ich habe mir dann noch was zu essen gemacht, nichts Spektakuläres. Da wird auch wieder der eine oder andere die Nase rümpfen. Ich habe mir einfach zwei hier 5-Minuten-Terrinen gemacht. Einmal Spaghetti Bolognese, einmal Kartoffelbrei mit Fleischklößchen oder Croutons, eins von beiden. Und habe dann den Abend ausklingen lassen mit noch einem Bierchen. Ja,
Alles in allem war es ein recht erfolgreicher erster Tag, 107 Kilometer, und habe alle meine Tagesziele quasi abhaken können und erreicht. Und wie gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge von Radeln gegen Ranzen wieder. Bis dahin, bleibt gesund, euer Ü40.